Heute beginnt ja der Feiertagsmarathon, an dem wir uns möglicherweise noch weniger bewegen als sonst. Umso wichtiger ist es, dass wir unseren Rücken fit halten. Deswegen machen wir heute im schönen Sport auf Radio 1 ein klassisches Rückenfit. Deine Matte ist bereit, der Spaß kommt und los geht's. Gut, wir beginnen heute in der Grundposition, also Füße mal schließen. Wir stehen in der Länge der Matte aufgestellt, ziehen beide Arme lang nach oben, schräg hoch auf. Und roll uns nach unten ein, so tief wie möglich. Jetzt roll dich wieder auf, Wirbel für Wirbel. Und weit die Arme wieder schräg nach oben aufziehen, in so ein V. Und wieder einrollen, Wirbel für Wirbel. Bis tief. Aufrollen. Und letztes Mal. Und einrollen. Tief bleiben. Und wir tippeln ein Stück nach vorne. Kommen in die Bankstellung. Vierfüßlerstand, der Klassiker schlechthin für einen gesunden Rücken, die Allrounder-Übung. Wir strecken das eine Bein bitte lang raus und den gegenüberliegenden Arm schön in die Waagerechte bringen. Dabei Obacht geben, dass es keine Rotation im Rumpf gibt. Und einschließen, andere Seite. Die Bewegung nur aus Schulter und Hüfte erfolgt. Der Arm ist am Ohr, der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Fußspitzen flexen, also anziehen. Und die Hand ist im Fächer, der Daumen zeigt zur Decke. Schön, dass ich direkt mal so abtauche zu Beginn. Super unsympathisch. Gut, wir lösen, stützen auf und machen uns jetzt ganz rund, richtig rund nach oben schieben, Bauch fest einziehen und ins Hohlkreuz gerne bis zur Decke schauen. Und rund. Und ziehen. Hier erfüllen wir gleich beides. Wir mobilisieren und dehnen und stärken auch die Muskulatur. Bauch jetzt fest anspannen. Rücken fest anspannen und lösen. Setz mal die Knie ein bisschen weiter auseinander. Jetzt schieben wir uns weit nach hinten raus. Lang machen und flach über den Boden nach vorne schieben in die Bauchlage. Hüfte setzt ab und zieh dich hier so hoch wie möglich. Weiter geht's. Rund aufrollen, weit nach hinten wieder zusammenfalten. Und los. Und zieh, kontrollierte Bewegung, lass dir lieber Zeit. Und ziehen und wir bleiben hier in der Bauchlage, schieben uns noch einmal vor und legen uns ab. Arme, Beine nach vorne und hinten ziehen, hier, Timer geht ein Stück zur Seite, ist im Weg. Wir gehen in den Superman, ich kann es dafür, die Übung heißt leider so. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Wir heben Arme, Beine so hoch wie möglich an. Oberkörper auch. Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Und schön halten. Also basically geht auch Superwoman. Okay. Gut. Lösen. Wir winkeln die Unterschenkel an und pendeln mal bitte nach links und rechts. Mobilisieren jetzt den unteren Rücken. Du kannst dabei so weit wie möglich nach unten gehen. Und wenn noch ein bisschen mehr Beweglichkeit da ist, zieh doch gerne ein Stückchen weiter auf. Und versuche, den Fuß hinterm Bein abzusetzen und so weit wie möglich die Hüfte zu öffnen. Geh mal schnell vorbei heute, muss ich mal sagen. Okay. Komm mal wieder rausgeschoben in die Bankstellung. Wir flippen, also drehen mal die Füße nach unten. Und jetzt wird es schwer. Heben jetzt in der Position die Knie ganz leicht über den Boden ab und halten erstmal. Du kannst jetzt hier bleiben oder aber einen Arm nach oben ziehen. Und das ist schon richtig schwer. Und mal kurz lösen, absetzen. Wiederholung. Knie abheben,
dass der Rücken ganz gestreckt bleibt und dass die Hüfte wirklich über den Knien bleibt. Also es ist nicht wegschieben. Gerne den anderen Arm abheben. Und oder den Bein. Das gegenüberliegende Bein, das ist dann schon sehr schwer, das auszubalancieren. Naja, man wechselt mit seinen Aufgaben. Okay, am Ende dieses Workouts habe ich vielleicht noch meine Dramatik im Griff. Gut, wir lösen und haben jetzt eine weitere schöne Aufgabe, nämlich einen schönen Hüftlöffler. Wir stellen mal ein Bein nach vorne, ziehen die Hüfte schön in die maximale Dehnung und versuchen jetzt mal bitte, den Unterschenkel abzuwinkeln und so weit wie möglich ranzuziehen. Du kannst dich hier abstützen oder hier oben bleiben. Und wir lösen. Gut. Wechseln die Seite natürlich. Wir arbeiten immer zu beiden Seiten, das ist ganz wichtig, weil auch die etwas schlechtere Seite, wobei es gibt nie eine schlechte Seite. Es gibt immer eine gute Seite und eine sehr gute Seite. Und die gute Seite, wenn wir die trainieren, wird auch die sehr gute noch besser. Mein geheimes Ziel ist ja, dass wir uns alle fit machen für Olympia. Jetzt, wo es schon einmal um ein Jahr verschoben ist, ist das unsere Chance für die Olympia-Vorbereitung. Und wir lösen. Gut. Alright. Wir kommen in die Seitlage, richtig abgelegt, Beine lang. Das ist eine super auch Koordination und Balance-Stabilisierungsaufgabe. Wie schön, dass das Deutsche so Komposita macht und ich meine Worte aber länger mache. Heb mal dein Bein ab. Eins. Jetzt kommt das andere und der Oberkörper mit dazu. Zwei. Und wir gehen auf eins, zwei runter. Lift und hoch. Und langsam tief. Nochmal. Lift und hoch. Und langsam tief. Letztes Mal. Und hoch. Und sehr schön. Stützen uns nach oben raus auf den Unterarm. Beine sind lang, Füße übereinander gestellt. Heben die Hüfte ab und setzen die obere Hand mal bitte hier zur gegenüberliegenden Schulter. Wenn das ein bisschen zu schwer ist, kannst du gerne das untere Bein abwinkeln und dann sitzt du hier auf dem, stützt du dich auf dem Knie auf. Geht genauso. Lösen. Wir beugen beide Knie an, stützen uns raus und kommen in den Mermaid Stretch. Total blöd, oder? Diese Bezeichnung. Superman, Mermaid. Schön halten. Ruhig ein bisschen nachziehen. Hier unten im unteren Rücken und in der Seite sollte die Dehnung am stärksten sein. Und lösen. Wir wechseln zur anderen Seite. Kommen wieder nach unten in die Seitlage. Beine fest zusammendrücken. Schön Entspannung bringen. Die Füße sind gestreckt. Oberes Bein lift. Das andere Bein schließt auf. Hoch, 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 hoch und langsam absenken. Und hoch und lift. Und tief. Langsam nochmal. Eins und zwei und drei und vier. Und go. Lift und hoch. Tief, tief, tief. Letztes Mal. Und hoch. Und sehr schön. Komm rausgestützt auf den Unterarm, beide Füße wieder übereinander lassen, Fußspitzen flex und Hüfte hebt ab. Volle, gerade, gestreckte Körperposition, Hals in Verlängerung der Wirbelsäule und die Hand ist hier an der Stützschulter. Nochmal, bisschen modifiziert, in der Variante geht auch das. Absinken. Knie anwinkeln, ziehen jetzt den Arm rüber, hier schön in die Länge. Kannst du hier mit dem anderen Arm so ein bisschen weiter ranziehen. Halt einen Moment, guck schon mal, wie es weitergeht. Mein super schlauer Plan. Hier passiert ja nichts durch Zufall. Ne? Das ist alles, folgt einer,
einem dezidierten Plan. Alles durchdacht. Ist wirklich so. Und wir lösen. Gut, kommen jetzt in die Plank. Das ist auch so eine super tolle Allrounder-Übung. Also auf die Unterarme, Füße aufstützen. Die Hüfte ist ganz gestreckt. Und schau mal, achte mal darauf, dass du nicht in der Schulter einsinkst, sondern schön dich hochdrückst. Der Bauch ist fest eingezogen. Und wenn das ein bisschen zu schwer ist, leg ruhig die Knie ab. Dann kannst du es ein bisschen besser dosieren. Und wir lösen. Sehr schön. Jetzt geht's weiter. Irgendwie geht's weiter. Richtig, in der Rückenlage, Schulterbrücke. Wir stellen beide Füße fest auf, 90 Grad, Kniewinkel. Heben die Hüfte ab, volle Streckung. Das wäre Variante 1. Bisschen schwerer wird es, wenn du die Arme zur Seite ablegst. Und am allerliebsten hätte ich, wenn du die Arme über dem Kopf ablegst. Hier halten wir. Füße fest in den Boden drücken. Und ablegen. Knie umfassen. Und wir kreisen mal. Jetzt mobilisiert den unteren Rücken. Gesäßmuskel. Hamstring. Das ist die Rückseite der Oberschenkel. Richtungswechsel. Stellen beide Füße nochmal auf. Wieder Kniewinkel 90 Grad, Bauch fest und Arme lassen wir diesmal unten. Becken abheben. Jetzt kommt der Fun-Part. Wir strecken mal bitte ein Bein und schreiben in die Luft. Nun ja, Ostern. O, S, T, E, Obacht, die Hüfte muss schön oben bleiben. R und N. Check. Kurz lösen, aber keine lange Pause. Geht gleich weiter, denn die andere Seite schreibt auch. Mit links ist es jetzt bei mir. Ostern. Yep. Fühlt sich genauso krüppelig an, als würde ich der linken Hand schreiben. Trainiert übrigens super deine Koordination. Ist wirklich so. Ostern ist fertig. Irgendwie war ich hier schneller. Dann halten wir noch einen Moment. Setzen ab und lösen. Sehr schön. Lösen jetzt nochmal auf in dieser Position. Die Knie einfach auseinanderziehen in den Hüftöffner. Die Arme locker neben den Beinen leicht geöffnet. Ablegen und Knie der Schwerkraft überlassen und dich kurz mal entspannen. Gut. Man muss sich hier schnell entspannen. Keine Zeit zum Verweilen. Klappt mal bitte ein Bein über das andere und streckt das obere Bein rüber. Der gegenüberliegende Arm setzt zu dem Bein und wir öffnen zur anderen Seite. Dieses schlimme Telefon, ja, Google schaltet sich permanent ein und fragt, wie es mir helfen kann. Ich brauche deine Hilfe nicht. Okay, lösen. Natürlich auch hier wieder zur anderen Seite. Ich drehe mich einfach, weil ich so ein bisschen platzmäßig an meine Grenzen stoße. Schöne Entlastungsübung. Entlastungsübung übrigens immer an jedem Abend. Nur mal so. Kleine Idee für dein tägliches Abendprogramm. Gut. Wir lösen. Drehen uns mal bitte auf. Super elegant. In den Kniestand. Stell ein Bein vor und das andere nach. Strecken mal bitte beide Knie langsam auf und sinken nochmal mit dem Oberkörper ab. Zieh dich gerne ran an
an die Beine. Und roll dich jetzt langsam nach oben auf. Wir verschränken nochmal die Hände und strecken uns lang nach oben auf. Atmen tief ein und weit über hinten die Arme öffnen, ausatmen. Nochmal tief einatmen, geh jetzt ruhig in den Beinstand. Spann dich ganz fest an Bauch, Beine, Po, alles was man anspannen kann, festmachen und wieder absetzen, weit nach hinten öffnen und letztes Mal nochmal hochziehen. Oh Gott, knack nochmal meine Füße durch. Kannst du völlig ignorieren, bitte. Und absetzen, lösen, sehr schön. Atme nochmal kräftig über die Seite ein. Atme tief ein und aus. Und das war schon dein absolut ultimatives Osterrücken-Start. Wenn du mehr Zeit hast, mach doch gerne 3 bis 5 Mal jede Übung, dann kommst du auch auf 1 Stunde Workout. Oder aber kombiniere das Programm gerne mit anderen, zum Beispiel mit einem Cardio oder einem Krafttraining und dann den Rücken. Oder du startest mit dem Rückenprogramm und machst noch eine schöne Dehnung hinten dran. Auch kannst du dir 2, 3 Übungen schnappen und daraus eine kleine Morgenroutine machen. Und schon hast du eine ganz besondere Stabilität für den Rest des Tages. Jetzt wünsche ich dir erstmal ein richtig schönes Osterwochenende. Du hast dich hier gut produziert, toll trainiert die ganze Woche. Ich habe ein bisschen frei, du darfst weiter trainieren. Schreib mir doch gerne, wie dir das Training gefallen hat. Stell mir Fragen, schicke mir Kommentare auf der Facebook-Seite von Radio 1 oder aber per Mail an schön@radio1.de. Ich beantworte im Übrigen auch jede einzelne Mail. Solltest du noch keine Beantwortung deiner Mail haben, dann... Ich habe ja jetzt noch ein paar Tage frei, ich habe ja Zeit. Du kannst weiter trainieren. In diesem Sinne, bleib auf jeden Fall gesund. Frohe Ostern und tschüss.